Hallo und herzlich willkommen bei Search One, das Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha. In diesem Video geht es um das WordPress-Theme Impreza. Oder vielleicht Impreza, wie es die Amerikaner aussprechen würden. Ich möchte dir zeigen, wie man das Theme ja bedient, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, damit zu arbeiten. Ich habe mir das Theme schon ungefähr eine Stunde lang angeguckt und muss sagen, wenn ich es mit einem Satz beschreiben sollte, dann super schnell, super sauber und super professionell. Man kann mit dem Theme einfach alle möglichen Layout-Varianten, die so ja modern sind, sehr schnell und einfach selbst erledigen. Das muss man schon sagen. Man sieht es ja hier, es ist sehr attraktiv. Es sind jetzt vielleicht nicht die ausgefallensten kreativen Layouts, aber der Hersteller hinter dem Theme hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, welche Benutzerelemente, welche Grafik- und Layout-Elemente es geben sollte und diese in das Impreza-Theme eingebaut. Und dazu muss ich sagen, wirklich Kudos. Ich möchte jetzt mit dir mal hier oben durch die Menüpunkte durchgehen und schauen, was es sonst noch alles für Möglichkeiten gibt. Was du jetzt gerade gesehen hast, das war unter Home die vier Seiten, Home 1, 2, 3 und 4. Hier haben wir eine About-Seite mit einem Zähler, mit einer Timeline. Hier kann ich auf die verschiedenen Jahreszahlen draufklicken. Sehr schön gemacht. Mit einer Teamübersicht und ja, unsere Kundenbilder sozusagen. Bei diesem Beispiel geht es um die Dienstleistungen, die man anbieten kann oder wie das dann aussieht, wenn diese gelistet sind mit ein paar Testimonials, die auch seitenweise navigiert werden können. Hier haben wir eine Preistabelle mit einer klappbaren FAQ. Hier kann man also draufklicken und dann gehen die Fragen und Antworten entsprechend auf. Auf der FAQ-Seite haben wir das nochmal einzeln und ich frage mich, ob wir im Backend konfigurieren können, dass wenn wir hier den zweiten aufklappen, dass der erste automatisch wieder zugeht. Werden wir nachher mal ausprobieren. Eine Teamübersichtsseite und wenn wir hier mit der Maus drüber gehen, dann gibt es auch weitere Informationen zu diesem Team-Member. Bei den nächsten beiden Beispielen haben wir Kontaktformulare, einmal auf diese Art und Weise und einmal auf diese Art und Weise mit einer Integration von Google Maps. Die nächste Seite, dieses nächste Beispiel ist geradezu monströs. Hier gibt es also eine Menge zu entdecken. Wir sehen es da oben rechts am Scrollbalken. Es geht hier darum, in welcher Reihenfolge oder in welcher Art und Weise man Elemente anordnen kann. Als Grids zum Beispiel. Hier ist es unten links und es passt sich automatisch der Größe an der Schrift oder des Textes, der entsprechend dort angezeigt werden soll. Hier mit so einer Überlagerung und so weiter. Und ich scroll jetzt einfach mal hier runter, rede dabei so ein bisschen, damit du sehen kannst, wie das Ganze aussieht oder welche Optionen es tatsächlich gibt für die verschiedenen Grids. Die kannst du einsetzen für Text, für Blogbeiträge, wie man das hier sieht, oder auch einfach nur als Anzeige von Grafiken, zum Beispiel als Galerien, wie wir das hier sehen. Und das ist allgemein sehr, sehr, sehr gut gemacht, dass man hier schon mal sehen kann, welche Optionen zum Layout es für das entsprechende Grid oder die Grids gibt, die man entsprechend einbinden kann. Wirklich toll gemacht. Und zum Schluss haben wir noch einen Login-Screen, eine Page-Not-Found-Seite und die Coming-Soon-Seite. Impreza funktioniert aber auch sehr gut im Blog-Bereich. Also wenn man einen Blog oder ein Magazin aufsetzen möchte, dann geht das auch hervorragend. Hier sind so ein paar, also hier ist die Übersichtsseite von der Startseite und wenn man dann hier auf Blog und See More Blog-Layouts geht, dann bekommt man das. Hier ist nochmal ein komplettes Beispiel-Layout oder sollte ich sagen, ein Layout mit extrem vielen zusätzlichen Beispielen, die ich dann auch wirklich alle mal aufgemacht habe. Die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Das sieht ja schon mal sehr schön und magazinig aus. Wunderbar. Das nächste Beispiel ist, wenn es nur um eine schmale Spalte geht, also ein Beitrag in der Spalte, nichts nebeneinander. Dann gibt es noch die Möglichkeit, alles als Blockkarten anzeigen zu lassen. Das ist dann ja schon gridmäßig sozusagen. Alternativ zu einem strikten Grid können wir auch ein Masonry Layout anzeigen lassen. Das ist dann, wenn die Elemente eben alle nicht gleich groß sind. Die werden dann, oder das System versucht dann viel mehr, die ineinander zu schachteln. Das klappt manchmal ganz gut und manchmal etwas weniger gut. Aber hier, das ist auch sehr hübsch und übersichtlich gemacht. Ich persönlich, und das muss ja nicht auf dich zutreffen, ich bin ein Fan von einfachen, übersichtlichen Layouts. Das hier zum Beispiel gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und hier haben wir wieder ein wunderschönes Grid mit der Überschrift eingebaut in das Bild. Das ist natürlich eine HTML-Box, die entsprechend gelayert ist. Also es wird nicht in das Bild eingearbeitet, sondern entsprechend als Layout-Element eingesetzt. Geht auch mal weiter runter hier, wie man sehen kann. Jetzt kommen noch ein paar Beispiele für Post-Layouts. Das hier gefällt mir sehr gut, wenn es oben so eine dicke, fette Grafik gibt mit einer ordentlichen, herausgehobenen Überschrift und sehr schöner, übersichtlicher Typografie. Das ist auch ein ganz klassisches Beitragslayout. Dickes Bild oben, allerdings erst die Überschrift und dann das Bild.
Sharing-Buttons und so weiter. Das ist auch ganz toll gemacht. Oder ein ganz simples Blogbeitragsbeispiel. Kommen wir als nächstes zu den Content-Elementen, die verwendet werden können. Impreza glänzt ja nicht unbedingt mit der allermeisten Zahl, die es gibt. Allerdings findet sich wirklich alles, was das Herz begehrt. Also ich glaube kaum, dass es hier eine Lücke gibt, die wirklich wehtut. Wir haben Akkordeons und Toggles und die Frage, die ich mir eben selbst gestellt habe, geht oben das zu, wenn ich auf das untere draufklicke? Tatsächlich, das gibt es also auch. Hier in verschiedenen Farben und so weiter. Wenn es also hier ein Plus gibt, dann bleibt es offen und hier in dem Fall geht es wieder zu. Genau. Und man kann diesen Toggle auch einbauen für ganze Zeilenelemente und so weiter. Solltest du einen Counter brauchen, dann gibt es den natürlich auch. Das haben wir eben auch schon gesehen. In allen möglichen Layout-Varianten. Auch Slider gibt es in allen möglichen Varianten, so wie wir sie kennen und lieben. Ja, mit den Punkten unten oder direkt als Preview. Das persönlich gefällt mir das hier besser als das mit den einzelnen Punkten. Und auch große Slider in dieser Art und Weise. Ja, also Slider galore. Wenn ich einen Slider brauche, dann finde ich den auch bei Impreza. Personenübersichten in allen möglichen Varianten kann man mit einfachen Klicks hinzufügen. Das mit den Shape Dividern hat mir ja bei Divi schon ganz gut gefallen. Aber Impreza kann das auch. Das heißt, man kann hier wirklich sehr innovative Layouts erstellen, die wirklich ein bisschen dynamischer und nicht ganz so boxig aussehen. Das ist ja schon mal ziemlich geil. Du möchtest Videos in deine Website einbauen, überhaupt gar kein Problem mit Impreza, wie wir hier an den Beispielen gut sehen können. Wir alle brauchen früher oder später einen sogenannten Call to Action, das heißt einfach einen Button, der in einer Box drin ist und hyperattraktiv aussieht, sodass andere Leute da gerne draufklicken wollen. Stehst du auf Flipboxen, dann hat Impreza wirklich was zu bieten, also die Dinger sind wirklich scharf. Hier runterscrollt, das flippt es in alle möglichen Richtungen und das sieht auch richtig cool aus mit diesen 3D-Effekten. Das ist mal ein geiler Effekt, den Impreza hier anbietet. Das habe ich so auch noch nicht oft bei anderen Themes gesehen. Sieht wirklich ganz, ganz nett aus. Besucher hassen sie, aber Website-Betreiber kommen nicht um den Einsatz von Pop-Ups herum. Schauen wir mal, was Impreza hier anbietet. Hier kann ich ein Video aufmachen, eine Galerie, Transparent Pop-Up. Das sieht sehr schön aus. Click me to open a full description. Hier geht es quasi, ja, der ganze Bildschirm ist belegt quasi. Das ist auch gut. Open image by click. Wunderbar. Eher open by image click. So. Wenn ich mir so den Support for Sharing Buttons bei verschiedenen Themes angucke, dann ist immer eine Sache, die fehlt, und zwar der Xing-Button. Und das finde ich cool, dass er hier drin ist, auch wenn Xing meiner Einschätzung nach eine immer geringere Rolle spielt. Aber es geht halt dann doch manchmal um mehr als nur Facebook, Twitter und LinkedIn. Möchtest du gerne Buttons kreieren mit komplett unterschiedlichem Layout? Mit Impreza kein Problem, wie man hier schön sehen kann. Bei den anderen Beispielen eben konnten wir ja schon sehen, dass Impreza super stark ist, was die Grids betrifft. Sei es hier so ein normales Post-Layout-Grid oder ein relativ rigides, exakt ausgemessenes Grid, bis hin zu einem sogenannten Masonry, wo wir ja sehen können, dass es hier kleinere Bilder und größere Bilder gibt, die so ineinander geschachtelt sind, dass das Ganze quasi ein Rechteck ergibt. Textanimationen sieht man jetzt auch nicht bei jedem Theme, wenigstens nicht als Content-Element ausgeschildert. Es ist natürlich vielfach möglich, einfach Elemente zu animieren, sei es jetzt in Divi oder in irgendeinem anderen Theme. Allerdings ist cool, dass es hierfür eine eigene Seite gibt. Wenn du was verkaufst, dann möchtest du natürlich auch anzeigen, wie viel etwas kosten soll. Und das machen die Preistabellen recht gut. Wenn es einfach nur um Social Links geht, also nicht unbedingt Sharing-Funktion, dann ist das auch bei Impreza abgedeckt. Du brauchst animierte Charts, auch das hat Impreza und das sieht wirklich sehr gut aus. Iconboxen sind super populär, ich liebe die auch, wenn einfach zum Beispiel oben ein Icon ist und dann eine Headline kommt und dann etwas drunter steht. Und der Support für Iconboxen ist bei Impreza wirklich außerordentlich gut gelungen. Mit das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Komm zu mir, ich zeige dir den Weg, auch wenn du OpenStreetMap-Karten einbinden möchtest, mit Impreza kein Problem. Fortschrittsbalken in gefühlt 2000 verschiedenen Animationsstilen. Vorsicht mit den Tabs, die sind nicht immer wirklich eine gute Idee, aber ich gehe mal davon aus, dass du weißt, was du machst, jetzt auch aus SEO-Sicht zum Beispiel. Und dann ist es natürlich cool, diese Option zu haben, wenn man einfach mal Content hinter verschiedenen Tabs verstecken möchte, weil ansonsten die Seite selbst so lang wird. Einer der Hauptgründe, warum es überhaupt Themes geben muss, ist im Prinzip, dass wir ja Komponenten nebeneinander darstellen wollen. Auf eine gridartige Weise, will ich mal sagen. Ja, mit ein Drittel, zwei Drittel Boxen, Viertel Boxen und so weiter und so fort. So dass sich das ganze Layout technisch auch entsprechend abhebt. Und Impreza ist hier auch besonders stark. Manchmal möchte man ein Bild
einfach ein bisschen schöner darstellen als einfach nur so nackt, ohne Rahmen, ohne alles. Und hier bei Impreza gibt es verschiedene Stile, sei es mit einem Rahmen drumherum oder mit einem ganz einfachen kleinen Drop-Shadow oder vielleicht auch mit einem farbigen Drop-Shadow, sieht man hier, ne, wie da leuchtet es blau und gelb und so weiter. Vielleicht einfach nur die Description, entweder unter dem Bild oder im Bild integriert. Ja, also Impreza bietet hier alles, was das Herz begehrt. Es ist ein Fehler passiert. Manchmal muss man einfach eine Messagebox anzeigen, um den User auf irgendeinen Zustand hinzuweisen. Auf der einen Seite gibt es das und auf der anderen Seite steht etwas anderes. Dafür sind sogenannte Separatoren. Das sind einfach Linien zwischen Bereichen und sogar hierfür gibt es einen separaten Support. Also Impreza denkt ja wirklich an alles. Horizontale Tabs haben wir ja schon gesehen, aber es gibt sie auch in vertikal. Das ist ja wirklich mal was Besonderes, sogar mit einem Slider mitten eingebaut. Alles lässt sich offensichtlich ineinander verschachteln mit einem Scrollbalken. Ich gucke mal, ob man den Scrollbalken separat bewegen kann. Nee, das nicht. Dafür ist es nicht gedacht. Man muss hier auf die Links klicken. Impreza kann auch verschiedene Demos, das heißt, es gibt verschiedene Demo-Websites, die man sich importieren kann. Das werden wir uns definitiv gleich mal anschauen. Was haben wir hier noch? Das sind jetzt hier so Beispiele von Seiten, die andere Leute gemacht haben. Und ja, über den Support werde ich auch noch ein paar Worte fassen. So sieht Impreza direkt nach der Installation aus. Hier sind nur ein paar Blogposts integriert. Wenn ich runterscrolle, dann werden weitere Blogposts geladen. Das heißt, das Layout ist noch relativ nackt. Impreza möchte, dass wir jetzt unsere eigenen Ideen umsetzen. So sieht es dann im Backend aus. Es gibt einen einfachen Menüpunkt Impreza und hier habe ich die Theme-Optionen und Layout-Optionen zum Grid. Und was mich jetzt als erstes interessiert, ist ja, wie man eine andere Demo reinlädt. Also klicke ich mal darauf. Und hier sind sie dann die Demos, die wir reinladen können. Komm mal runter. Welches wollen wir uns denn auswählen? Wenn wir hier oben auf die entsprechenden Buttons klicken oder auf die Demo-Layouts, dann sehen wir, dass hier das aufgeht. Und ich würde mal sagen, hier ist es notwendig, noch zwei Module zu aktivieren. Machen wir das doch direkt mal. Klicke hier auf Aktiviere Portfolio-Modul. Dann kommen wir zurück in die Theme-Optionen und da kann ich Portfolio zum Beispiel aktivieren, Empfehlungen aktivieren und von mir aus die Medienkategorien. Ja, lassen wir die nochmal aus. Ich klicke auf Speichern und gehe dann nochmal zurück in den Demo-Import auf das Fotografie oder das Wedding Photographer Layout. Ja, jetzt ist alles hier korrekt und dann gehe ich mal auf Daten importieren. Das ging sehr schnell, das hat keine 10 Sekunden gedauert und jetzt kann ich mal hier auf Vorschau klicken. Ja, wirklich sehr hübsch. Hier haben wir schon so eine Art Slideshow oben drin. Ich scroll mal weiter runter. Hier ist eine Galerie, was natürlich passend ist für eine Wedding-Fotografie-Seite. Wenn ich da drauf klicke, dann geht das Bild in größer auf. Und ja, nicht nur das, sondern das ist nicht anscheinend ist es nicht einfach nur ein Bild, sondern direkt ein Portfolio-Eintrag, wo man dann durch mehrere Bilder durchklicken kann. Das ist cool. Hier über mich mit einem Counter, Reviews, also meine eigenen Bewertungen, Kundenstimmen, Preistabelle, FAQ und so weiter. Das ist also ein einfaches Layout, was nur über eine einzelne Seite geht. Und dann schauen wir doch mal im Backend, wie das aussieht, wenn ich das Ganze anpassen möchte. Ich klicke also im Backend auf den Menüpunkt Seiten und da sollte mir ja eigentlich bei Home die Startseite angezeigt werden. Also klicke ich hier mal auf Home drauf. Und in der Tat, hier ist die Möglichkeit zum Bearbeiten. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier entweder WP Bakery Page Builder zu verwenden, unser aller Lieblingseditor, wie es scheint, als Backend-Variante oder Frontend oder sogar den Gutenberg-Editor. Sehe aber auch direkt, dass es hier eine Art Shortcode-Gewusel gibt. Natürlich nicht so perfekt ist, muss ich sagen. Aber wir wollen ja mal völlig unangenommen daran gehen und zum Beispiel auf den Frontend-Editor klicken, gucken, was passiert. Wir sind jetzt auf der Seite zum Bearbeiten und wenn ich hier draufklicke und zum Beispiel hier auf den Bleistift, kann ich den Text abändern. Also wenn ich jetzt hier mal reinschreibe, Sascha, dann habe ich den Namen abgeändert. Ich muss aber jetzt erst auf Save Changes klicken, bevor das hier auf der Seite dann auch angezeigt wird. So. Mach die Box zu. Ich kann hier WP Bakery üblich oben an der Spalte Änderungen vornehmen oder an der Zeile Änderungen vornehmen. Und dann gibt es aber auch hier noch zusätzlich dieses Steuerelement. Wenn ich hier drauf klicke, dann bekomme ich tatsächlich die Einstellungsmöglichkeiten für das Grid. Und hier sehen wir ja beispielsweise, wir wollen 12 Artikel angezeigt bekommen. Wir verwenden das Portfolio. Wir können hier verschiedene Typen von Grids auch auswählen. Und ich scroll mal runter. Der Stil ist Light Design. Hier haben wir die verschiedenen Portfolio-Möglichkeiten. Und da sehen wir auch, es gibt 18 verschiedene Portfolio-Möglichkeiten. Und was haben wir noch? Also ich muss sagen, die Integration
des Themes mit dem WP Bakery ist recht gut gelungen. Also das funktioniert wirklich ganz gut. Das kann man nicht von jedem Theme sagen, aber da hat das Team wirklich ganze Arbeit geleistet. Das sieht sehr einfach und übersichtlich aus. Natürlich hat man noch die Nachteile, die allgemein WP Bakery mit sich bringt, eben, dass es kein Live-Editing ist und dass es ja manchmal ein bisschen langsamer ist, gerade weil jede Änderung mit dem Server kommunizieren muss. Das merkt man, wenn man irgendwo draufklickt. Das ist immer Klick, Warten, Weiter. Klick, Warten, Weiter. Und bei anderen Editoren ist es so, dass es alles blitzschnell geht und relativ leicht funktioniert, also leichter funktioniert. Aber es ist auch eine Sache, da kann man vielleicht mit leben, je nachdem, was man dafür dann im Gegenzug bekommt. Bin hier runtergescrollt auf die About Me-Sektion und mich hat einfach mal interessiert, was passiert eigentlich, wenn ich auf den Button klicke oder wenn ich den bearbeiten möchte. Klick mal hier auf Bearbeiten drauf und ja, hier sind die normalen Button-Einstellungen, wohin der Link gehen soll und so weiter. Aber was ich cool finde, ist, dass man hier auch ein Symbol integrieren kann. Und zwar hat man hier Zugriff auf das gesamte Font Awesome. Und hier kann man zum Beispiel diese Wörter eintragen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und in der Tat, wir können einen Star auswählen oder irgendwas anderes und das als Symbol quasi links daneben oder rechts daneben integrieren. Ich mache jetzt einfach mal auf Save Changes und siehe da ein Sternchen neben dem Contact Me. Ja, übersetzen wir das doch direkt mal. Okay, speichern, schließen. Und jetzt haben wir unseren Kontaktbutton schon entsprechend angepasst. Schauen wir mal weiter unten. Woher kommen eigentlich die Reviews? Ich klicke hier auch mal wieder auf das Karussell, so heißt das. Und möchte gerne wissen, woher die kommen. Hier kann man den Typ des Karussells einstellen. Das soll Empfehlungen sein. Und dann möchte ich ganz gerne Karussell-Optionen sehen. Hier sind verschiedene Stile, die ich einstellen kann. Ja, die Inhalte sind tatsächlich die Empfehlungen, die hier vorne ausgewählt wurden. Und hier auf den weiteren Reitern gibt es im Prinzip nur noch die Design-Optionen. Es ist wirklich eine Menge, was man damit machen kann. Ich scroll mal weiter runter. Pricing-Tabellen, wie konfiguriere ich die denn? Ja, ich sehe ja, dass ich jeweils, wenn ich dann über das Element drüber gehe, meistens in der Mitte dann die Konfigurationsmöglichkeit habe für dieses Element. Klicke also dann da drauf und hier kann ich verschiedene Preis Spalten anlegen. Machen wir einfach mal eine neue Preisspalte dazu, nämlich Super Premium. So, die haben wir jetzt hier mal dazugefügt. Also klicke ich da drauf. Dann nennen wir das Super Premium. Preis ist 1000. Dafür bekommt man einfach alles. Label ist ja von mir aus alles. Weiß jetzt gar nicht genau, was dann da angezeigt wird, aber ich speichere einfach mal ab und schließe. Und dann passiert erstmal gar nichts. Unter Umständen passen nur drei rein. Also gehe ich nochmal da rein. Ich lösche jetzt einfach mal die hier. Nehmen wir einfach mal raus. Ich muss bestätigen. Speichern, schließen. Ja, du bist live dabei, wie ich etwas mache, was nicht funktioniert. Ich habe ja gerade eine weitere Spalte hinzugefügt. Allerdings wird die mir nicht angezeigt. Ich aktualisiere mal die Seite und schaue, ob es das ist. Also aktualisieren. Die Seite ist aktualisiert. Vielleicht muss ich die Backend-Seite nochmal neu laden. Mache ich das auch nochmal. Nach dem Laden runterscrollen. About me, die Reviews und das Pricing. Hier ist das Super Premium Pricing. Also, was hier passiert ist, ist tatsächlich, dass das Element nicht neu aktualisiert wurde. Ich musste erst die Seite neu laden, was natürlich... Ja, woran liegt es? Liegt es am Theme? Liegt es an mir? Liegt es am WP Bakery? Meine Vermutung ist, dass es eher an dem WP Bakery liegt oder an der Integration. Naja, wir wollen mal großzügig darüber hinwegsehen, denn schlussendlich haben wir es ja auch ans Laufen bekommen. Die Editing Experience ist also durchwachsen, was ein bisschen schade ist bei den unglaublich genialen Features, die Impreza zu bieten hat. Wenn wir hier in das Backend reinschauen, dann sehen wir auch, dass überall die gleichen Bilder abgespeichert sind, also nicht wie auf der Demo-Website beim Hersteller selbst, sondern hier, wenn wir hier reingehen, dann sind dort nur 1, 2, 3 verschiedene Bilder abgespeichert. Also hier müssen wir noch unsere eigenen Portfolio-Bilder einfügen. Nur als Hinweis. Ich würde ganz gerne noch ein weiteres Layout mal ausprobieren. Gehen wir mal auf Demo Import. Und wie wäre es nochmal mit dem Tech Magazin? Ich glaube, das ist auch das, was standardmäßig aktiviert ist. Daten importieren. Ja, das hat auch wieder nur 10 Sekunden gedauert. Ich meine, Impreza macht das irgendwie viel schneller als andere Themes. Da dauert es meistens 20, 30 Sekunden. Okay, wir gehen mal auf die Startseite. Ja, und da sind wir wieder zurück bei dem, was wir vorher hatten, außer dass jetzt hier oben noch ein Menü und ein Header aktiviert sind. Das ist natürlich ganz cool. Können wir dann auch mal ausprobieren, was sich geändert hat und ein bisschen an den Theme-Optionen rumspielen. Wir haben ja genügend Material in Form von Beiträgen, die wir jetzt auf unterschiedliche Art und Weise stylen können und das machen wir jetzt als nächstes. Wir sehen auch direkt hier, dass es ein Problem gibt, in dem Sinne, dass hier das Wort Portfolio noch vorkommt und es ist anscheinend eine Sprungmarke, wie wir ganz unten links auf dem Bildschirm sehen können. Genauso About Me und das basiert darauf, dass es immer noch Links gibt im System, die jetzt nicht überschrieben wurden von dem
dem neuen Demo-Import von der Portfolio-Seite, die wir vorher installiert hatten. Also es gibt keinen automatischen Datenbank-Reset. Den sollten wir vielleicht einmal durchführen. Und weil das so oft vorkommt beim Ausprobieren von Themes, zeige ich dir auch nochmal, wie das funktioniert. Wir sind hier im Menüpunkt Plugins und ich klicke mal auf Installieren. Hier kann ich oben rechts dann eingeben WordPress Reset. Und das mit dem grünen Icon hier, das ist ganz gut. Das ist relativ einfach zu bedienen. Noch aktivieren. Und alles, was ich dann habe, ist hier oben unter Dev, also da, wo der Seitenname steht, den Menüeintrag Reset Site. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich muss noch hier unten eingeben Reset, auf Zurücksetzen klicken, mit OK bestätigen. Und schon ist das ganze WordPress-System zurückgesetzt. Es ist tatsächlich jetzt noch gar kein Theme aktiviert. Ich muss also wieder auf Design und Themes und dann bei Impreza auf Aktivieren. Und jetzt habe ich wieder ein komplett nacktes Impreza. Aber wir wollten ja auch jetzt erst nochmal den Demo-Import machen. Denn wenn wir auf die Startseite gucken, da ist jetzt erstmal gar nichts. Also nochmal das Tech Magazine, Klick, Importieren. Import fertig, jetzt auf die Startseite wechseln. Und in der Tat, jetzt haben wir hier eine viel übersichtlichere Geschichte, auch mit einem ordentlichen Header. Und das Menü ist auch nur so lang, wie es sein soll. Testweise habe ich jetzt einfach mal ein paar Beiträge geöffnet. Und da sieht man auch sehr schön, dass es verschiedene Layout-Typen für die einzelnen Beiträge gibt. Also jeweils die Header sehen ein bisschen anders aus. Gut gemacht. Wie wird das tatsächlich eingestellt, dass der Kopfbereich jeweils anders aussieht? Also bei dem Erstellen des Newsbeitrages selbst muss dann hier unten im Seitenlayout-Bereich, ja, entweder bleibt das Ganze so wie voreingestellt, also hier wurde nichts Besonderes eingestellt, und das ergibt dann dieses Layout. Beim nächsten Beitrag wurde dann das Tech Magazine Post Layout 2 ausgewählt und hier sind ein paar weitere Einstellungen gemacht, wie transparenter Kopfbereich. Hier zurückgehe, dann sehen wir, dass der Kopfbereich hier tatsächlich transparent ist und Hintergrundbild hier definiert wurde. Und dann haben wir noch das dritte Layout, das ist dann das Tech Magazine Post Layout 3, wiederum die Inhaltsvorlage. Übrigens, wenn du dich fragst, woher diese Schräge kommt, das ist ein sogenannter Shape Divider und der muss hier in den Content Templates, also im zugewiesenen Content Template, was Tech Magazine Post Layout Nummer 3 ist, hier oben in dieser unscheinbaren Leiste, da kann man auf den Bleistift klicken und hier oben rechts, also einen weiter, unter Shape Divider ist dieses Tilt ausgewählt. Wenn ich möchte, könnte ich jetzt zum Beispiel diese Curve hier aktivieren und dann Save Changes aktualisieren. Jetzt aktualisieren wir mal hier auf der Seite und siehe da, wir haben einen neuen Shape Divider. Übrigens können wir uns jetzt mal die Theme-Optionen genauer anschauen. Und hier möchte ich zuerst auf das Seitenlayout hinweisen. Seitenlayout ist für mehr als nur die Seiten, nämlich auch für die Beiträge. Und hier ist es, dass ich einstellen kann, welches Content-Template, also was ich hier einstelle, ich jeweils dem entsprechenden Beitrag zuordnen möchte oder standardmäßig zuordnen möchte. Schauen wir uns einmal genauer an, was alles in diesen Theme-Optionen drin steckt. Erstmal unter Allgemein. Hier habe ich über den Wartungsmodus bis hin zum Website-Icon. Ich gehe mal davon aus, dass das das Fav-Icon ist. Und Preloader-Bildschirm und so weiter, wenn ich das aktivieren möchte. Diverse Einstellungen für abgerundete Ecken. Und wenn ich möchte, kann ich auch den Cookie zum Beispiel anzeigen, was in einigen Jurisdiktionen, vor allem in Europa, ja rechtlich vorgeschrieben ist. Im Bereich Grundgestaltung habe ich dann die Möglichkeit, diverse allgemeine Layout-Einstellungen vorzunehmen. Und hier zum Beispiel auch cool, ich kann die Effekte abschalten, wenn mein Screen die Breite von 1025 Pixel unterschreitet. In der Regel ist es ja so, dass wir auf Mobilgeräten nicht unbedingt so viele Animationen wollen, weil die vielleicht gar nicht dazu in der Lage sind, die richtig darzustellen. Weiter in das Seitenlayout. Ja, da waren wir gerade ja schon, deswegen direkt weiter in das Archivlayout. Auch hier kann ich extrem einfach einstellen, wie das Archiv aufgebaut sein soll, layouttechnisch. Und zwar zum einen das Archiv oder auch die Kategorieübersicht oder auch die Schlagwörter, also Tag-Übersicht oder auch die Autorenübersicht. Ich muss sagen, das ist ja wirklich super simpel und auch richtig gut gelungen, denn mehr braucht man in der Regel auch gar nicht. Im Bereich Farben kann ich allgemein einstellen, wie meine Farben auf der Website aussehen sollen. Und gucken wir jetzt einfach mal auf der Seite selbst. Da haben wir gerade so einen helles Violett und Verlauf Richtung Blau, violette Buttons, violette Links und so weiter. Was passiert denn, wenn wir das Farbschema ändern? Und das Coole ist, wir können hier auch unter Vorlagen von Farbschemata aussuchen. Dann nehmen wir doch einfach mal Weiß-Gelb, Änderung speichern, aktualisieren. Und jetzt sind die Links gelb. Der Header ist jetzt deutlich neutraler. Versuchen wir noch ein zweites Farbschemata. Leicht Ozean, Änderung speichern,
aktualisieren. Und nach dem Aktualisieren sehen wir den Header und auch den Subheader in einer anderen Farbe. Auch die Links haben eine andere Farbe. Also kann ich extrem einfach und sehr schnell ja mir eine Farbkombination raussuchen, die mir Spaß macht, die ich gut finde. Und dank der Vorlagen muss ich jetzt auch nicht unbedingt gucken, welche Farben ich individuell definieren muss. Außer natürlich, ich habe vielleicht vom Branding her eine entsprechende Logofarbe oder so. Die kann ich natürlich dann auch separat einstellen. Apropos Logo, da könnten wir ja auch mal versuchen, das Search One Logo einzubinden. Das habe ich dann direkt mal hochgeladen hier. Änderung speichern, gucken, was passiert. Ja, es ist tatsächlich nur als Favicon hier oben übernommen worden. Also, ich habe gerade rausgefunden, wie es funktioniert. Unter Website-Icon das Logo hochzuladen, das reicht nicht ganz aus. Das heißt, man muss in den Bereich Kopfbereiche gehen. Und dort hat man einmal ja den Kopfbereich definiert. Das ist jeweils abhängig vom Theme. Und hier oben ist jetzt, ja, was im Kopfbereich das Logo ist, ist hier oben integriert. Wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten klicke, dann werde ich sehen, dass es hier nur um einen Schriftzug geht. Das heißt, hier habe ich gar nicht die Möglichkeit, eine Grafik hochzuladen. Aber wir sind hier im Header-Builder von Impreza und der ist ganz schön mächtig. Ich kann hier in diese Spalten und Zeilen einfügen, was auch immer ich möchte, indem ich beispielsweise auf das Pluszeichen klicke. Und hier habe ich dann auch die Option, ein Bild einzufügen. Bild auswählen, das Logo, Änderung speichern. Und jetzt ist das Logo hier drin. Jetzt muss ich nur noch diesen Schriftzug hier wegnehmen, bestätigen, Änderungen speichern und aktualisieren. Und schon ist unser Logo da oben drin. Es ist noch ein bisschen klein, also gehe ich mal hier in die Einstellungen rein. Und unter Größen sehe ich ja 35x35. Das ist nicht sonderlich groß. Also mache ich das einfach mal auf Breite, sagen wir mal Breite 100. Und Höhe 30, mal sehen, was passiert. Speichern, aktualisieren. Jetzt ist das Logo natürlich zu groß. Ich habe die Größe auf 70 Pixel gestellt und das sieht jetzt wirklich perfekt aus. Noch ein paar Infos hier zum Header-Builder. Der ist ja wirklich sehr gut gemacht, übersichtlich, schnell zu bedienen. Und hätte ich hier auf oberer Bereich geklickt, dann wüsste ich auch, dass 70 Pixel genau die Höhe ist voreingestellt. Ja, wenn ich mein Logo jetzt bei 100 oder so anzeigen lassen möchte, kann ich da ja auch entsprechend die Höhe ein bisschen variieren. Aber jetzt einfach mal zurück in die Theme-Option, da waren wir ja noch nicht ganz durch. Ähnlich wie mit den Farben, die ja wirklich sehr leicht zu bedienen und einzustellen sind, verhält es sich auch mit den Schriftarten. Und das Coole hier ist, dass ich die Vorschau direkt angezeigt bekomme. Das sind die Anzahl der Fonts oder der Fontschnitte, so heißt es, glaube ich. Also 700 Schnitt und 900 Schnitt, je nachdem, wie fett die quasi sind. Die kann ich hier voreinstellen, kann auch hier aufmachen und vielleicht einen anderen Font nehmen. Dann sehe ich auch, wie der hier oben aussieht. Poppins war eigentlich ganz gut. So, jetzt ist es wieder so wie vorher eingestellt. Kann mal runterscrollen. Nicht nur die Überschriften kann ich hier anpassen, sondern auch zusätzliche Google-Fonts einbinden und sogar eigene hochgeladene Schriften verwenden. Das ist alles wirklich sehr, sehr flexibel. Auch wenn ich das Layout von meinem Button ändern möchte, das ist mir auch so aufgefallen, dass diese Farbe, die sticht sich jetzt ja ganz schön. Wäre ja cool, wenn der Button so eine ähnliche Farbe hätte wie das Logo. Also klappe ich das hier mal auf und wähle eine andere Primärfarbe aus. Etwas, was mehr in die Richtung Rot geht natürlich. Ich glaube, dazu muss ich mal hier hinziehen. Und Farbe bei Hover würde ich sagen, vielleicht ein helleres Rot. Ja, sowas ist doch perfekt. Und jetzt hier mal testen. Sieht gut aus und das passt vor allem auch zum Logo. Änderung speichern, aktualisieren. Ja gut. Was gibt es noch für coole Einstellungen? Portfolio. Hier kann ich einstellen, welche Seite für das Portfolio angezeigt werden soll. Diverse Bildgrößen kann ich festlegen, wenn der Bedarf dafür tatsächlich da sind. Unter Erweitert finde ich dann noch Möglichkeiten, diverse Theme-Module an- und abzuschalten, wenn ich zum Beispiel keine Portfolios oder Empfehlungen verwenden möchte. Und was die Website-Geschwindigkeit betrifft, das ist auch eine große Stärke vom Impreza-Layout. Das Team hinter Impreza versucht immer wieder die 100er-Marke zu knacken von Google, was wirklich keine leichte Übung ist. Und da ist es selbstverständlich auch bewundernswert, wenn ein Team das versucht. Und die tun wirklich alles daran, dass das Theme so schnell wie möglich lädt. Unabhängig vom SEO-Benefit, den das vielleicht hat, ist es natürlich immer wunderbar, wenn eine Website, eine Seite extrem schnell lädt. Gerade auch, wer viele Kunden hat, unter schlechten Bedingungen surfen. Und das ist in Deutschland ja gar nicht mal so selten der Fall, wenn man zum Beispiel im ICE unterwegs ist oder so. Die werden es danken, dass eine Seite wirklich extrem schnell geladen wird. Und Impreza hilft hierbei. Jedes Theme bietet im Prinzip dann auch noch die Möglichkeit, individuellen Code an den wichtigen Stellen im HTML einzubinden, nämlich bevor der Head oder bevor der Body zugehen. Und hier kann ich unter Einstellungen verwalten auch noch entsprechende Optionen zurücksetzen oder auch alle Einstellungen, die ich getroffen habe, sichern. Ich muss sagen, die Arbeit mit Impreza, die hat mir richtig Spaß gemacht.
ist eine Freude, das System im Hintergrund zu bedienen. Vor allem auch deswegen, weil es gar nicht so viele Optionen gibt, an denen man rumfallen kann. Aber es gibt auf jeden Fall noch genügend. Du hast ja am Anfang des Videos gesehen, was alles mit Impreza möglich ist. Das ist der reine Wahnsinn. Und das alles in einem Video zu zeigen, das würde ja ungefähr 3 Stunden dauern. Ich hoffe, diese Demo hat dir ein gutes Gefühl dafür gegeben, wie das Theme funktioniert. Und wie es sich im Alltag anfühlt, damit zu arbeiten. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du das Theme am besten erwirbst. Passend zu diesem Video gibt es einen Beitrag im Search One Magazin. Den Link zum Beitrag findest du unten in der Beschreibung. Den Beitrag zu lesen lohnt sich übrigens, weil wir da auf Punkte eingehen, die hier im Video zu kurz gekommen sind und umgekehrt. Ganz unten im Beitrag findest du dann den Link zum Theme. Manchmal gibt es Rabattaktionen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Die können sich von Zeit zu Zeit ändern. Guck also auf jeden Fall unten im Beitrag, was für einen Deal es aktuell gibt. Das war's von mir. Vielen Dank. Dein Sascha. Over and out.